Ich erspare euch an dieser Stelle mal jeden plumpen Wortwitz zum Thema die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir sind nämlich ganz weit aufs Land rausgefahren und seht ihr, aber darum geht's nicht. Denn ich bin mir auch ziemlich sicher, der erste plumpe Wortwitz, der kommt von eurer Seite. Irgendjemand hat französisch Grundkurs gehabt und wird dann unter das Video schreiben, was ihnen zum Audi Q8 e-tron so einfällt. Alles, was darüber hinausgeht, sage ich euch jetzt in dem Video. Und damit herzlich willkommen bei AutoHub, herzlich willkommen zu unserem Video über den neuen Audi Q8 e-tron. E-tron? E-tron. Irgendwie sowas. An der Nase des neuen Audi Q8, finde ich, erkennt man ihn am allerbesten. Was ist eigentlich ein Audi Q8 e-tron? Vielleicht fangen wir ja mal von vorne an, wenn wir schon vorne stehen. E-tron. E-tron war eigentlich mal nur die Bezeichnung bei Audi für alles, was elektrifiziert war. Dann gab es das große e-tron SUV und mittlerweile gibt es so viele elektrifizierte Modelle, dass man bei Audi gesagt hat, wir müssen da mal so ein bisschen Ordnung reinbringen und macht aus dem Audi e-tron SUV den Audi Q8 e-tron. Ihn hier. Bei dieser Aktion, bei der Namensumgestaltung, hat man gesagt, ach, das Auto ist jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt. Wir haben auch schon über 150.000 Stück davon verkauft. Lasst uns mal wieder ein wenig Hand anlegen. Hand anlegen bedeutet für die Designer ja meistens, wir müssen etwas verändern. Verändert wurde vor einiger Zeit im Übrigen das Audi-Logo. Das Audi-Logo ist jetzt keine vier Chromringe mehr, keine dreidimensionalen, sondern es ist nur noch dieses flache schwarze Ding hier vorne. Platziert wurde es im Q8 e-tron in einem Kühlergrill, der deutlich mehr mit dem Q4 zu tun hat. Der Kühlergrill wurde flacher. Finde ich übrigens good news, ganz ehrlich. Ja? Auch die farbliche Integration des Kühlergrills zu sagen, okay, wir machen den jetzt ein bisschen dezenter, finde ich auch gut. Ja, weg von diesen großen Scheunentoren, von diesen großen Metalltoren, wo doch der eine oder andere gesagt hat, erinnert mich vielleicht ein bisschen zu sehr an irgendwas Aggressives und so. Q8 e-tron, Facelift, das ist in meinen Augen ein gelungenes Facelift, denn das Fahrzeug hat gewonnen mit der Neugestaltung des Kühlergrills. Könnt ihr ja an der Stelle auch gleich mal unten drunter, ist ja nicht nur mein Video, ist ja auch euer Video. Schreibt unten runter, wie findet ihr den Kühlergrill? Ja, ich persönlich finde, ein bisschen flacher, ein bisschen breiter, farblich integrieren, wirkt echt gut. Spannend ist auch diese Geschichte hier mit dieser durchgehenden LED. Ist ja auch so eine Geschichte. Kennen wir ja auch zum Beispiel vom Q4 e-tron. Ja, dieses durchgehende Tagfahrlichtband haben ja mittlerweile viele im Konzern. Hier hat man es nicht ganz so aufdringlich gemacht, aber durch dieses Plastische des Kühlergrills fällt es dann eben doch auf. Gerade an so einem trüben Tag hier wie heute. Da setzt es doch entsprechende Akzente. Neu ist auch hier unten diese Lippe und neu sind auch die Kühlerluftöffnungen hier an der Seite. Die führen mich übrigens zu einem ganz anderen Thema, denn wenn du ein Elektroauto anfasst, dann muss man auch immer gucken, wir müssen weiterkommen als bisher. Weiterkommen kannst du machen mit einer größeren Batterie oder kannst du machen mit einer besseren Aerodynamik. Bessere Aerodynamik. Dazu haben sie auch hier vorne beim e-tron ein paar Kniffe angewendet. Unter anderem eben diese Air Curtains. Hier fließt die Luft rein. Wollt ihr mal sehen, wie Luft fließt? Seht ihr schon noch. Einfach dranbleiben beim Video. Einfach mal dranbleiben. Ja, nicht hier hektisch das nächste Video auf irgendeinem anderen Kanal anschauen. Dranbleiben. Ja, Hummel aus dem Arsch, hinsetzen, zuschauen. Dann seht ihr nämlich, wie Luft fließt. Oder hier unten, dieses Teil. Auch hier sind Klappen hinten dran, sind Lamellen, die sich verschließen können und dieses Verschließen sorgt dafür, dass die Luft besser ums Fahrzeug herum fließt. Ihr merkt es schon, heute muss ich auf mein Kamerakind Flo im Auto verzichten. Das heißt, ich habe nur diese eine Kamera vor mir. Ich habe diese andere Kamera da hinten über meine Schultern. Normalerweise machen wir das ja so nicht. Hat einen guten Vorteil, einen großen Vorteil. Die Kameras wackeln nicht. Aber hat natürlich auch den Nachteil, wir können euch jetzt nur dieses Bild zeigen, was jetzt auch entsprechend eingefroren ist. Wie fährt er sich denn nun, der neue Audi Q8 e-tron? Ja, wurde ja doch einiges gemacht am Fahrzeug. Unter anderem eben neues Schwenklager vorne, am vorderen Fünflenker, am unteren Querlenker. Das sind vorne und Hinterachse, sind Fünflenkerkonstruktionen, also Einzelradaufhängungen. Eine der Lager vorne wurde eben steifer ausgeführt, beim 55er nicht ganz so steif wie beim SQ8, aber wir fahren jetzt den 55er, also alle Informationen beziehen sich auf den 55er e-tron.
Jetzt hat man nicht nur dieses Lager neu abgestimmt und härter und steifer gemacht. Da ist aber die Frage, härtere, steifere Lager, mag man es nicht auch so in einem Komfortverlust? Jetzt ist aber der ganze Q8 natürlich von sich aus Premium-Fahrzeug. Serienmäßige Luftfederung, serienmäßige Mehrlenkerachsen, serienmäßig einfach ein großes, komfortables Auto und vom Leergewicht her ja jetzt auch nicht wirklich eine leichtgewichtige Ballerina. Entsprechend kann man da an solchen Details nacharbeiten, wie eben dem Anlagerpunkt des Querlenkers, der dann einfach dafür sorgt, dass ein gewisses Plus an Präzision in die Vorderachse hineinfließen soll. Ja? Also die Lenkübersetzung wurde direkter gemacht und dann mit der direkteren Lenkübersetzung und einem steiferen Lager vorne sind all diese Anlenkmomente, das Feedback, das, was das Auto dir erzählen möchte vom Fahren. Damit kann man so ein bisschen feine Nuancen reinbringen, die einfach ein bisschen mehr in Richtung Fahrspaß, Fahrfreude gehen. Ein bisschen weg von dem großen, schweren Auto hin zu einem Auto, ein bisschen handlicher wirken lassen sollen. Gleichzeitig kannst du natürlich das ganze Fahrzeug über diese Dämpferabstimmung, das ganze Fahrwerk ist ja voll vernetzt. Ja? Da ist ja nichts, was wie früher eine Federung oder ein Dämpferelement einfach nur alleine für sich arbeitet, sondern das ist ja immer ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Steuergeräten bei solchen Fahrzeugen. Und im Falle von Elektroautos kannst du eben dann auch hervorragend auf die Fahrdynamik Einfluss nehmen, auf die Abstimmung, die Kraftverteilung, Vorderachse, Hinterachse und so. Da ist schon vieles, was man verändern kann. Spüre ich die Veränderung? Ich würde lügen, würde ich jetzt was spüren. Ist auch ganz klar. Das letzte Mal, dass ich einen e-tron gefahren bin, das ist fast 2 Jahre her. In meinen Gedanken ist der e-tron ein großes, komfortables, ein Premium-Fahrzeug, ein Reisefahrzeug und nichts anderes habe ich hier. Rein vom Gefühl her merkst du es schon. Du merkst es schon, du bist einfach in der Oberklasse, ja. Es fährt sich schon teuer. Es fährt sich einfach schon teuer. Vielleicht ist das die beste Umschreibung dafür. Der Q8 e-tron hat sowohl an der Vorderachse als auch an der Hinterachse einen ASM-Motor. Das sind also die Elektromotoren, die, wenn du sie stromlos machst, komplett ohne eigenes Magnetfeld laufen und damit hast du einen effizienteren Antrieb. Ja, du musst also nicht permanent Strom an den E-Motor führen, auch nicht für den Leerlauf. 300 kW im 55er e-tron, 664 Newtonmeter Drehmoment. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine reine Geschichte der ASM-Motoren ist oder ein Abstimmungsthema ist. Ich muss gerade mal schauen. Drive Select in Dynamic stellen. Weil was man natürlich jetzt schon merkt, so im Bereich ab 100, diesen ganz brutalen Punch, den hast du hier nicht. Ja? Das ist ein sehr gediegenes Auto, ein sehr, sehr komfortables, immer souverän, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich gehe zurück in den Komfortmodus, das passt total gut zu dem Auto, der Komfortmodus. Immer einen sehr souveränen Antrieb, das hast du ja mit E-Motoren einfach mit ihrer permanent vorhandenen Kraft. Aber es ist nicht dieses brutale Antreten. Und ich glaube, es passt eigentlich auch sehr gut zum klassischen Q8 e-tron. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, wenn ihr ganz nach oben geht im Modellprogramm des Q8 in Richtung des SQ8, der dann 3 E-Motoren hat, der dann alleine 2 E-Motoren an der Hinterachse hat. Das werden wir vielleicht irgendwann mal im Sommer dann erfahren, wenn die Fahrzeuge auch ausgeliefert werden. Jetzt genieße ich erstmal die ersten Meter im neuen Q8 55er e-tron. Sitzheizung an, Lenkradheizung an, Klimaanlage perfekt. Und das ist halt wirklich dieses Wohlfühlen in dem Fahrzeug. Er umklammert dich mit diesem Gefühl von Sorgenlosigkeit. Ja? Abrollkomfort, genial. Hier über diese Querfugen an der Autobahnbrücken, dieses klassische Polter, bop, 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 was du hast.
nur ganz entfernt irgendwo wahrzunehmen. Stattdessen Fahrkomfort. Und jetzt meine ich nicht diesen Fahrkomfort, mit dem sich alle gerne schmücken, sondern dieses Plus an, bei dem du genau weißt, okay, hier bin ich schon in einem Level der Sorgenfreiheit. Dafür weißt du dann auch, warum du so viel Geld an den Audi-Partner abdrückst. Das merkst du wirklich an jeder Ecke bei dem Auto. Jetzt biege ich hier gerade mal ab. Bremsgefühl schön, Abstimmung schön. Ah ja doch, komm, ach. Das Gefühl an der Lenkung ist schon, ich will jetzt nicht sagen, ich merke sofort, dass das Auto direkter und dynamischer fährt, aber ich spüre zumindest überhaupt nichts von Behäbigkeit, überhaupt nichts von einem ungelenken, ein wenig in sich nicht so richtig wissenden Fahrzeug. Bin ich jetzt sportlich? Bin ich jetzt handlich? Es ist schon schön. Oh ja. Was die Luftfederung sehr gut kann, ist das Umschneiden zwischen ich brauch's komfortabel und jetzt muss ich aber die Karosserie in der Waagrechten halten, in der Kurve, damit ich eben nicht dieses Schiffgefühl, dieses Taumelnde bekomme. Macht sie schon sehr gut, gefällt mir gut. Merkst du einfach beim schnellen Umschalten aus verschiedenen Situationen? Ja, sehr geil. Schöne Geschichte, gefällt mir gut. Könnte ich mir auch für den Alltag vorstellen. Panzerplatten. Panzerplatten, der absolute Komfortkiller. Theoretisch. Okay. Nice. Ja. Okay. Vielleicht sollte ich dann doch einfach sagen, ja. Abstimmung, Handlichkeit ist gut, hat gewonnen. Boah, geil. Okay, gut. Also dieses schnelle Abwechseln im Fahren, in der Fahrdynamik von eben noch komfortabel, jetzt schnell und zackig einlenken, gut an der Lenkung ein Feedback bekommen, wie viel Grip du auf der Vorderachse hast, wie das Auto sich bewegt, das ist tatsächlich richtig gut. Richtig gut. Ja, aber der Punch. Ja, der Punch. Ich denke auch. Auch meine Uhr gibt mir recht. Der Punch. Manch einer könnte den klassischen Elektroauto-Punch ein wenig vermissen. Dafür haben wir natürlich den Vorteil der gestiegenen Effizienz. Bei den Batterien, mal ganz kurz über alle drei Modelle gesprochen, die es momentan gibt, den 50er, den 55er und den SQ8, ist es so, dass der Q850 die Batterie bekommen hat, die vorher der 55er hatte, 89 Kilowattstunden, hatte jetzt netto. Da wurde also auch die Nettokapazität erhöht, obwohl es immer noch die gleiche Batterie ist. Das ist immer noch, sind immer noch die Pouchzellen. Der 50er hat also die gleichen Batterien wie zuvor der 55er. Der Q8 55 e-tron und der SQ8, die haben die neuen Batterien und da haben wir 106 Kilowattstunden Netto-Kapazität und statt den Pouchzellen haben wir jetzt diese Prisma-Zellen genannten. Wie das Ganze aussieht, müsst ihr euch auf jeden Fall in dem anderen Teil des Videos noch genau mit anschauen. Ist aber gut zu wissen. Ja? Also die Reichweite im Übrigen ist bei allen Modellen gestiegen. Ja, bei den einen aufgrund, oder beiderseits, aufgrund mehr Kapazität des Akkus, des jeweils verbauten. Auf der anderen Seite immer aufgrund der gestiegenen Effizienz des Fahrzeugs. Hatte ich also vorher ein Fahrzeug, das einen gewissen Kompromiss eingehen musste, ja? So ist es doch so, dass jetzt, egal ob 50er oder 55er, die Reichweiten im WLTP-Zyklus in einer Dimension sind, wo ich sage, Leute, wer jetzt noch sagt, im Elektroauto kannst du nicht im Alltag wegfahren, der hat den Schuss einfach noch nicht gehört. Ja? Muss man doch einfach mal so sagen. Von 0 auf 100
geht der 55er e-tron im Übrigen in 5,6 Sekunden. Maximal erreicht er 200 km/h. Höre ich da ein Mimi vor euch? Höre ich ein Mimi? Was ursprünglich nur im S-Modell vorher vorhanden war, ist jetzt auch im Q8 e-tron erhältlich. Nämlich einen Digital-LED-Scheinwerfer, der von seiner Technik her eher in der Unterhaltungselektronik zu Hause war. Also da, wo man früher ganz teure Digitalbeamer, DLP-Prozessor-Beamer gekauft hat. So eine Technik ist jetzt auch im Scheinwerfer vorhanden. Und da spreche ich über 1,3 Millionen Lichtpunkte, die der Scheinwerfer abgeben kann. Von Funktionen wie auf der Straße aufzumalen, wie breit du bist, wo du hinfahren willst, dich darauf hinzuweisen, was in der Zukunft, was auf dich zukommt auf der Straße. Der Scheinwerfer kann mit dir reden und er kann natürlich von seinem Lichtbild einfach wesentlich flexibler agieren. 1,3 Millionen Lichtpunkte. Und jetzt überlegt man sich so 1,3 Millionen Spiegel. Wie groß müssen diese Spiegel sein? Jawohl, die sind einfach wirklich klein. Du kannst die so mit einem bloßen Auge, könntest du das gar nicht erkennen. Wir reden von Spiegeln, die eine Kantenlänge von einem Tausendstel Millimeter haben. Im Q8 e-tron bekommst du übrigens bis zu 40 verschiedene Assistenzsysteme. Diese Assistenzsysteme, die bauen auf bis zu 5 Kameras im Fahrzeug, 5 Radarsensoren und über 12 Ultraschallsensoren. Die alle arbeiten zusammen, werden die Daten werden verarbeitet und das Ganze hilft dir dann, das Auto jederzeit komfortabel, auch auf der Straße, sicher zu fahren. Also ich habe hier gerade mein Hands-off. Darfst du natürlich so in der Art und Weise nicht. Wir sind hier nicht beim automatisierten Fahren, wir sind beim assistierten Fahren. Aber das, was ich euch sagen kann, wie hält er die Spur? Ich meine, das ist ein breiter Brocken. Wie hält er die Spur? Wie hält er den Abstand? Wie beschleunigt er und so weiter? Das ist schon sehr gelungen. Und dazu gehört natürlich auch dieser ganze Mischmasch an Technik, an Informationsquellen in dem Fahrzeug. Was total gut funktioniert ist, das kapazitive Lenkrad. Ich musste jetzt zum Beispiel, um zu bestätigen, dass ich noch aufpasse beim assistierten Fahren hier gerade, musste ich jetzt nicht viel am Lenkrad, Traffic Announcement, machen wir mal aus, musste ich jetzt nicht viel am Lenkrad rütteln, sondern es hat tatsächlich gereicht, mal kurz meine Hand da anzulegen und dem Auto zu sagen, ja, ich bin auch da, alles okay. Kamera hat er auch die Geschwindigkeit übernommen, er weiß auch, dass da vorne 60 ist, prädiktiv übernimmt er auch, kann ich übernehmen lassen, wollen, tun, wenn ich es haben möchte, tun. Auch das funktioniert super. Ja, funktioniert wirklich gut. Jetzt hat er schön die 60, fährt seine 60. Ja, der hinter mir, der hätte gerne 67 oder so vielleicht als Grenze. Das ist tatsächlich mit den modernen Assistenzsystemen so ein Thema. Weiß nicht, wie euch das ergeht oder ob ihr solche Autos schon fahrt, in denen entsprechend viel assistierte Technik drin ist. Wenn du da jetzt diese 60 behältst, wirst du doch auf deutschen Landstraßen, stell mal zu einem, wo man die Leute hinten dran sagen, drei Fahrer mit Hut, gib Gas, Fahrer mit Hut. Wir können ja mal eine Abstimmung machen. Tempo 60, machen wir anders, Tempo 80 auf der Landstraße, das ist ein Tempo 80 Schild. Wie stellt ihr euren Tempomaten ein? Seid ihr die sagen, also Tempo 80, wirklich strikt Tempo 80, oder seid ihr die vielleicht, es gibt ja so eine andere weiß-blaue Marke, da kannst du das schön einstellen mit 5 plus zum Beispiel. Ja, einfach mal unten drunter unter das Video, seid ihr die Fraktion 5 plus. So, jetzt nochmal 0 auf 100 oder zumindest 0 auf 60. Ja, völlig frei von Kritik, würde ich sagen, ich freue mich auf einen SQ8, weil so ein bisschen mehr Punch weg vom Start darf er dann schon haben. Ein bisschen mehr. Ja, während ich gerade mit Tempomat so dahin fahre, muss gerade mal gucken, Distanz minimieren. Es ist tatsächlich so, auf deutschen Autobahnen und Landstraßen ist das mit dem Assistenzsystem ja, es ist komfortabel, es ist eine tolle Geschichte, es ist auch sicher. Aber wenn du selbst den Abstand auf minimal stellst, sind ja moderne Assistenzsysteme, es ist halt einfach so, da fährt hier immer noch einer vorne rein. Ne? Okay, aber viel wichtiger, Werbung.
Ja, dieses Video gäbe es nicht den Autohub-Marktplatz. Bitte denkt daran, wenn ihr ein neues Auto sucht, dann geht immer auf den Autohub-Marktplatz. www.autohub.de, oben auf dem Leasingmarkt oder www.autohub.de/Angebote oder folgt dem Link unter dem Video. Denn wenn ihr ein neues Auto sucht und ihr das Thema Finanzierung, Leasing oder Miete oder Abo habt, ja, dann findet ihr die besten Angebote. Es ist keine Lüge. Der Autohub-Marktplatz aggregiert aus über 25 verschiedenen Quellen die besten Angebote für euch zusammen. Es kostet euch keinen Cent mehr. Es sind immer die gleichen Verdächtigen von Leasingmarkt bis Finn. Automietung, Autovermietung, Autoabos findet ihr also auf dem Autohub. Aber wenn ihr dort euer nächstes Auto findet und darüber eure Anfrage macht, dann verdienen wir tatsächlich ein paar Cent mit. Und das hilft uns doch in der Zukunft auch weiterhin neue Modelle zu fahren und Videos davon zu erstellen. Verdammte Hacke nochmal, das müsst ihr doch wissen. Diese neuen Batteriezellen, ja, wir sind gewechselt von Pouchzellen auf Prismazellen und wir haben eine 20% höhere Energiedichte. Was bedeutet denn eigentlich 20% höhere Energiedichte? Nun, ich mache den Vergleich gerne mal nicht mit irgendwelchen absurden Reichweiten und Kilowattangaben, sondern stellt euch einfach vor, bei eurem nächsten Oktoberfestbesuch bekommt ihr 20% mehr in eure Mass. Eine normale Mass hat 1 Liter Bier. Und jetzt bestellt ihr euch eine Mass und bekommt 20% mehr Energiedichte. Okay, ihr bekommt also eine Mass und ein Glas Kölsch extra. Das sind 20%. Und anders als bei der Batteriedichte hier in dem Auto, wo ich genau weiß, dass ich das wirklich will, bin ich mir natürlich nicht sicher, ob ich zu meinem Mass auch noch einen Kölsch haben will. Wäre dann auch wieder ein Thema für euch. Kölsch? Ja oder nein? Ist doch eigentlich kein Bier, ne? Die Ladeleistung. Ich stelle mich jetzt mal nicht an eine Ladesäule. Ich weiß natürlich, eigentlich müsste ich mich zum Thema Ladeleistung an eine Ladesäule stellen. Aber es ist draußen kalt, der Winter kommt. Wir müssen es im Auto machen. Ladeleistung. Der 50er schafft 150 kW Ladeleistung, DC Gleichstrom. Und die beiden großen Akkus, also der 55er und der SQ8, die schaffen aktuell, werden sie angegeben, bis zu 170 kW Ladeleistung. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, 170 kW Ladeleistung. Das ist eher Standard, vor allen Dingen im Vergleich dazu, dass es ja andere E-Trons gibt, die mit 800 Volt Technik ausgestattet sind und Ladeleistungen deutlich höher haben. Das muss man jetzt wissen. Das muss man verstehen, das muss man auch akzeptieren. Jetzt würde ich allerdings sagen, rein wenn ich die Ladeleistung sehe, sind 170 kW natürlich nichts, womit ich angeben kann. Auf der anderen Seite hat Audi aber versprochen, dass das wichtigste Thema, nämlich die Ladekurve, an der Ladekurve wurde gearbeitet. Und was du ja haben willst bei der Ladekurve, ist nicht einen kurzen Peak mit einer Maximalleistung und dann schnell abfallend irgendwo ins Nirvana der Ladeleistung, sondern du willst möglichst ein Plateau haben. Du möchtest möglichst dich auf einem Plateau, auf einem hohen Plateau bewegen. Und wenn dieses hohe Plateau irgendwo bei 120, 130 kW über eine lange Zeit sich bewegt, dann ist das für dich tatsächlich auch auf der Langstrecke besser als einfach nur ein kurzer Peak. Da könnt ihr mal drunter schreiben. Es gibt bestimmt Audi e-tron-Fahrer, also ich meine diesen e-tron, diese Karosserieform des e-tron, die eine längere Zeit so ein Auto schon gefahren haben. Wie war das bei euch? Erzählt mir mal unten drunter. Was sind eure Erfahrungen zum Thema Ladezeit? Vielleicht auch im Winter. Ja, ist ja immer wieder ein Thema. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es bisher gesagt habe, aber diese ASM-Motoren, die haben die ja überarbeitet. Die haben von 12 Windungen auf 14 Windungen gewechselt. Das kann ich euch auch nochmal in einem wunderschönen Technikgimmick zeigen. Aber was hat das denn für einen Effekt? Während ich hier gerade auf die Navigation schaue. Liebe Audi-Leute, euer Navi da oben im Head-Up-Display gefällt mir übrigens extrem gut. Ich habe im Head-Up-Display ein schönes, hochaufgelöstes Bild mit richtig, richtig scharfen, gestochen scharfen Kanten.
Sieht sehr gut aus. Mal ein kurzes Feedback meinerseits. Wirklich geil. 12 auf 14 Windungen. Je mehr Windungen, desto effizienter, sagt man. Habe ich gelesen. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Auf jeden Fall bedeutet das, dass du dem Motor mehr Energie zuführen kannst. Jetzt habe ich Angst vor den Physikstudenten, die bei uns zuschauen. Und das führt dann dazu, dass du deinen Motor, dass der kraftvoller wird. Entweder kraftvoller oder effizienter. Vielleicht beides. Ja. Ich kann euch sagen, von 12 auf 14 Windungen. Das steht in der Pressemitteilung. Und jetzt warten wir mal auf die Kommentare von ganz klugen Köpfen, die uns sagen werden, welchen Effekt das genau hat. So rein physikalisch. Und ich biege hier rechts ab. Ey, der Fahrkomfort ist einfach wirklich gut. Der Punch ist eher mittelmäßig. Und eine grande Katastrophe, liebe Audi-Leute, eine grande Katastrophe, immer noch, sind die Spiegel. Also nicht, dass er eine Kamera-Außenspiegel hat, digitale Außenspiegel hat. Das finde ich eigentlich sehr geil. Ich kenne das ja aus meinem Honda e. Aber es ist ja auch super, weil du das... Ganz übrigens, der Q8 mit digitalen Spiegeln ist in der Gesamtbreite schmäler, weil die digitalen Spiegel eben kleiner sind als die großen Ohren, diese großen Elefantenohren, die du da dranhängen musst. Das hat aerodynamische Vorteile einerseits, aber auch das Fahrzeug wird schmaler. Die Spiegel an sich, das ist eine geile Geschichte, weil du einfach immer einen passenden Blickwinkel auf die Straße hast. Ja, du hast ja nicht den Blickwinkel von dem Spiegel, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, sondern eine Kamera guckt immer dorthin, Spiegel passen. Was einfach eine enorme, enorme Anstrengung und Umgewöhnung bedeutet, ist die Positionierung der Monitore, der Spiegel, hier flach in der Tür. Weil ich einfach, so wie ich da reinschaue, der Blickwinkel passt nicht und die Positionierung passt nicht. Ich weiß, dass es total schwierig sein wird, einen anderen Platz überhaupt zu finden für diese Monitore hier drin. Das bedarf eines kompletten Remodels des Interieurdesigns. Aber ich kann damit nicht arbeiten. Immer wenn ich da durch die Tür schaue, dann habe ich das Gefühl, ich schaue doch eigentlich da raus in die Tür. Und dass das dann aber hinter mir ist, das ist eine Gehirnleistung. Vielleicht muss man das Auto auch einfach mal 8 Wochen im Besitz haben, vielleicht 10 Wochen, ich weiß es nicht. Ich schaffe es in den normalen Testzeitraum, die ich bisher mit einem e-tron hatte, mit den Spiegeln, schaffe ich es nicht, mich da umzugewöhnen. Auch hier wieder, liebe Q8-Fahrer, liebe e-tron-SUV-Fahrer, schreibt unten drunter, wenn ihr die digitalen Außenspiegel habt, war es eine Umgewöhnung und wenn es eine Umgewöhnung war, wie lang hat sie gedauert? Wichtigstes Feature weiterhin bei Elektrofahrzeugen ist natürlich das Thema, wie funktioniert das mit der Ladeplanung? Und viele Leute sind ja heute immer noch der Meinung, da gäbe es einen amerikanischen Mitbewerber und der wäre das Nonplusultra. Jetzt probieren wir es mal aus. Wir sitzen in der bayerischen Provinz. Uwoll, nach Berlin, hör mal. Da machen wir das Franz Josef, das machen wir das so. Wobei, Franz Josef hat es nie nach Berlin oder nach Bonn geschafft. So, ja, doch, er hat als Verteidigungsminister nach Bonn geschafft. Ja, so, Berlin hat er schon ganz schnell gefunden. Drücken wir mal da drauf. Set Destination, wir haben gar keine weitere Straße. Von hier reicht es aus, wenn wir die grobe Himmelsrichtung kennen. Und drücken Start, also das funktioniert schon mal hervorragend schön schnell. Jum, 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 jum. Und schaffen wir das mit einer Batterieladung oder was? Was ist los? Keine Information? Hier ist ein Haken. Da ist ein Haken. Drücken wir da mal drauf. E-tron Routeplaner. Tourplan. Jetzt bin ich ein wenig. Wir kommen mit 127% Minus an. So, jetzt hat er uns alle angezeigt, die auf der Route sind. Und da können wir uns drinnen bedienen? Nein, das sind die, die er ausgesucht hat. Wow. Das heißt, er hat jetzt hier eben mal 5 verschiedene Ladepunkte auf dem Weg nach Berlin ausgerechnet, ausgesucht, hat dabei immer geguckt,
wie lange wir stehen müssen. Denn das ist ja das Interessante an einer funktionierenden, an einer vernünftigen Ladeplanung in einem Elektroauto, dass ich jetzt nicht stumpf sage, ich fahre dorthin zu dieser Ladestation, sondern mit wie viel komme ich an, mit wie viel lade ich oder wie viel lade ich nach, wie lange dauert das dann, wie viel fahre ich dann weiter und komme dann an der nächsten Station an. Und ich muss eben ja nicht jedes Mal auf 100% aufladen. Und genau das macht eine gute Routenplanung im Elektroauto aus, denn meine Ladestopps von hier nach Berlin, jetzt würde man sagen, hier 584 Kilometer, alte Männer wie ich müssen alle 150 Kilometer Pipi machen, alle 160 Kilometer Kaffee nachtanken, das kombiniert man am besten und dann kommt man tatsächlich hier nach 110 zum ersten Stopp, dann fährt man weiter bei 306 Kilometer, das ist eine recht lange Route dann schon fast für meine Blase, lädt man für 14 Minuten, danach nochmal für 18 Minuten und am Schluss in Linte, ja, den kenne ich, nochmal 7 Minuten. Das ist in der Nähe von dem ADAC-Verkehrsübungsplatz in Linte. Und dann hast du tatsächlich eine schöne Übersicht und weißt, mit wie viel du dort ankommst. Also ich persönlich, wir können die Route jetzt leider nicht nachfahren. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Aber die Nutzung, das Durchführen, ohne dass ich mich jetzt da reinlesen musste, idiotensicher, die Benutzerführung also Prädikat idiotensicher und die ausgewählten Stationen, das macht durchaus Sinn. 25, 14, 18, 7 Minuten, das sind ja keine Pausen, wo ich sage, oh mein Gott, das Elektroauto raubt mir jetzt den letzten Nerv. Nee, das sind Pausen, die man sowieso machen sollte. Also, gut. Ja, vorne ein Hubby, hinten ein Hubby, das muss immer dazu. Wobei, den Sitz habe ich eben sogar noch ein Stück nach hinten gefahren, weil ich euch gerade die Ladeplanung gezeigt habe. Aber trotz allem, fast 3 Meter Radstand, großes SUV, das ist halt auch einfach, ne? Also selbst mit nach hinten gefahrenem Sitz, da vorne sitzt ein Hubby, der wirklich, also ja, ich müsste weiter nach vorne. Ihr seht also, es bleibt genug Platz im Auto. Hier auch, hier, Kopffreiheit. Ich bin ja eigentlich im Sitzen ein großer Kerl, Kopffreiheit. Aber was mir wirklich immer wieder gut gefällt, das ist das Leder. Darfst du dir heutzutage kaum noch sagen. Ne? Aber echtes Leder und die Verarbeitung hier drin, das ist schon ein geiler Match. Ja? Mit der roten Doppelnaht ist vielleicht fast ein bisschen zu catchy für die Optik, von der Optik her. Aber egal, wo du hier hinlangst, du merkst halt einfach diesen Extraschritt. Dieses einfach ein bisschen mehr abliefern, als es notwendig wäre. Und das ist tatsächlich etwas, das finde ich immer wieder in diesen Autos mit diesen vier, ihr wisst schon. Ne? Ja, damit kannst du auch einfach mal 600 Kilometer jetzt nach Berlin fahren. Easy, ohne selber zu fahren. I like it. Und um euch mal zu erklären, wie das Thema mit dieser Aerodynamik und was dabei passiert und wo diese Aerodynamik passiert und was da verändert wurde, mal besser zu zeigen, habe ich mir gedacht, wir wenden am besten mal einen kleinen technischen Trick an. So, und jetzt mache ich mal was ganz Geiles und plötzlich seht ihr eine Art Windkanal rund um das Fahrzeug. Ihr seht die Luft und ihr seht auch das Effekt oder die Effekte, die arbeiten, an denen die Jungs in Ingolstadt immer und immer wieder dran sind. Wie mache ich ein Auto effizienter? Und da haben wir ja vorhin über den Kühlergrill zum Beispiel gesprochen. Wir haben über die Variabilität der Kühlerluftzufuhr unten gesprochen. Wir können aber jetzt auch noch ein anderes machen. Und das ist das Auto einfach mal von unten anschauen. Und da sehen wir dann zum Beispiel, wie der Wind über diesen voll verkleideten Unterboden streicht. Und wir sehen auch diese Air Curtains rund um das Rathaus. Wir sehen diese kleinen Spoiler vor den Rädern und wir sehen vor allem den Effekt dieser kleinen Spoiler an den Rädern, die dafür sorgen, dass die Luft beruhigt und ohne viel Widerstand am Fahrzeug unten drunter vorbeigeht. Und jetzt habe ich gerade ja nochmal gesagt, diese Klappen vorne, auch die kann ich euch zeigen im Detail jetzt. Close, geschlossen, was passiert mit dem Wind und dann können wir sie öffnen und sehen, was passiert, wenn die offen sind und wo der Wind hingeht. Und das hilft uns relativ gut dabei zu verstehen, wie ich die Aerodynamik des Fahrzeugs aktiv verändern kann. Schöne Geschichte ist aber auch, ich kann euch den gesamten Antriebsstrang zeigen. Etwas, was wir normalerweise an einem Auto so normaler nie sehen können. Ja? Und schon gar nicht draußen in der Wildnis. Schöne Geschichte auch, die Batterie. Ich habe gesagt, die Batterie ist eine komplett neue Technik.
gewechselt von den Pouchzellen hin zu den Prismazellen. Und jetzt kann ich euch, glaube ich, auch die Texte dazu einblenden. Und dann seht ihr so Sachen wie die Grechstruktur, den Rahmen drumherum. Ihr seht aber auch die Flüssigkeitskühlung um den Akku herum. Ihr habt einen Einblick, den wir normalerweise nicht haben. Und eine Sache, die wir ja bei Elektroautos auch nie sehen, ist zum Beispiel der Elektromotor hinten oder der Elektromotor an sich aufgeteilt. Den Elektromotor inklusive seiner Beschriftung. Das sind auch Themen, die wir uns wünschen würden, dass wir so an jedem Auto so detailliert zeigen können. Ne? Also wenn ich euch sage, von 12 auf 14 Windungen. Wer hat da schon ein genaues Bild, was man sich darunter vorstellen kann? Mit der Technik, die wir jetzt hier einfach mal haben, die übrigens wirklich gut ist. Aber ich fürchte, in Kürze wird meine Arbeit auch von irgendeinem Avatar durchgeführt. Und dann wechselt der, so wie ich hier, vom Drivetrain zum Batteriemotor oder zur Federung und Aufhängung des ganzen Fahrzeugs. Und der wechselt dann wahrscheinlich sein Aussehen, sein Gesicht, seine Farbe und sein Geschlecht. Spannende Entwicklung, oder? Sehr geile Geschichte. Ist übrigens auch mal so ein Deep Dive into, einen tiefen Blick in die Scheinwerfertechnik zu machen. Wir haben letztens von 1,3 Millionen Bildpunkten bei den LED-Scheinwerfern geredet, aber irgendwie kannst du ja nie in diese Scheinwerfer reinschauen. Jetzt hier mit der Technik, das ist mal ein Genuss, oder? Da kannst du richtig reingucken, wie ist der Scheinwerfer aufgebaut, wie ist es mit der LED-Technik. Und nein, diese 1,3 Millionen nur Millimeter Kantenlänge dieses der LED-Digitalspiegels kannst du nicht sehen. Aber ich kann euch zumindest mal die verschiedenen Bezeichnungen innerhalb dieses Bauelements des Scheinwerfers zeigen. Das ist schon eine sehr, sehr geile Technik, oder? Und jetzt meine ich nicht nur den Scheinwerfer. Wer gedacht hat, die Sache mit den Elektroautos, die wird irgendwann mal langweilig, ja? Oder läuft sich vielleicht tot? Da drüben ist ein Friedhof, war auch so, schlechter Wortwitz. Lass ihn weg, vergesst den. Den fangen wir gar nicht erst mal an. Wer gedacht hat, diese Sache mit diesen Elektroautos verläuft sich vielleicht irgendwann oder wird langweilig, der wird, glaube ich, mit dem Update beim Audi Q8 eines Besseren belehrt. Auch wenn manch ein Update, manch ein Thema tatsächlich nur noch etwas für Technik-Nerds ist. Ja? Könnt ihr mal unten drunter schreiben. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, wie diese Details, diese Detailtiefe, diese Veränderung, ob das für euch interessant ist oder ob ihr bereits bei der Geschichte mit den 20% mehr und dem Vergleich zwischen einem Maßkrug und einem Kölsch ausgestiegen seid. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Das war Autohub. Mein Name ist Björn Habinger, meine Freunde nennen mich Habi. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt feuerfrei unter den Tastaturen. Und vergesst nicht, zeigt das Video ruhig auch eurer Großmutter. Die mag so junge, handsome Typen wie mich.